Jetzt können wir die fast vergessene Schaltung ausprobieren. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich ein Video für euch. Eine Schaltung, eine elektrische Schaltung. Da mag ich beten. Von 10 Elektrikern können sie öffnen. Der Name, die Schaltung hat verschiedene Namen. Es ist eine Art Wechselschaltung. Ein möglicher Name ist zum Beispiel die Robar-Schaltung, die Hausschaltung, die schwäbische Hausschaltung, eine Kellerlichtschaltung. Geht jetzt darum, eine normale Wechselschaltleitung ist ja irgendwo klar. Aber gehen wir nochmal ins Detail. Angenommen, die Schalter haben einen Schalter in Wohnung 1, einen Schalter in Wohnung 2, einen Schalter in Wohnung 3. Die Leitung, das ist ein Licht. Und jetzt soll angenommen von jedem Schalter dieses Licht eingeschaltet werden, aber jeweils über den Zähler von der Wohnung abgerechnet werden. Das heißt, wenn ich mit diesem Schalter schalte, wird der Zähler in der Wohnung 3 belastet. Da 2, da 1. Es ist jetzt nicht wirklich eine Wechselschaltleitung, weil ich das Licht woanders nicht ausschalten kann. Nur immer an dem jeweiligen, in der jeweiligen Wohnung. Für was hat man das verwendet? Naja, zum Beispiel hat es früher Wohnungen gegeben auf einer Etage, zum Beispiel jetzt zwei oder drei Wohnungen auf einer Etage und für alle Wohnungen miteinander einen Waschraum auf der Etage oder ein Bad oder ein Klo. Allgemeinzähler haben damals Materialknappheit und so weiter, Geldmangel, Allgemeinstromzähler haben damals nicht verbaut worden, also hat das irgendwie anders gelöst werden müssen. Und da hat es so eine Schaltung gegeben. Die Schaltung an sich, gehen wir jetzt an einem Plan gleich einmal durch, die ist super, 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 super genial, aber halt auch wirklich furchtbar gefährlich. Was das Gefährliche dran ist, gehe ich danach ein, wenn wir einen Plan durchgegangen haben. Der Schaltplan wird hier als Kellerlichtschaltung tituliert. Wohnung 1, Wohnung 2, Wohnung 3, das ist der Keller. In dem Fall, ich hab's erklärt mit einem allgemeinen Bad-WC auf der Etage. Das gleiche funktioniert auch natürlich mit unserem allgemeinen Kellerraum. Einmal die Zuleitung von Zähler 1, von Zähler 2, von Zähler 3. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie ich schon erklärt habe, Wechselschaltung ist das natürlich keine. Wenn da der Schalter aktiviert ist und die Leuchte leuchtet, kann man es nicht da wieder deaktivieren. Bei dieser Schaltstellung, ich habe nur der Schalter muss anders, damit ich das erklären kann, muss jetzt anders einzeichnet sein, also die Schaltstellung anders, da ist dann praktisch unterbrochen. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Schalter, der ist jetzt unterbrochen, diesen Schalter schließen, Schalter 1, das ist nur ein Ausschalter, fließt der Strom da durch. Da ist ja sowieso durchgebrückt im ausgeschalteten Zustand. Das heißt, der Außenleiter liegt brach da drin. Der liegt da drin an, aber hat im Moment keinen Kontakt. Geht also da durch, geht da rüber. Da ist wieder durchgebrückt. Der Außenleiter liegt wieder brach da drin. Ist unterbrochen. Geht da zur Leuchte. An der Leuchte Neutralleiter und PE liegt an der Leuchte an, funktioniert somit. Jetzt ist natürlich so, wie ich erklärt habe, jetzt muss dies wieder zurückgeschalten werden und man würde hier schalten, das heißt, da wäre geschlossen und da wäre unterbrochen.
Da haben wir ja die Unterbrechung drin. Das heißt, von dieser Seite würde hierher nichts kommen. Und selbst wenn was kommen würde, wäre ja da unterbrochen. Der Außenleiter, die Phasen von der zweiten Wohnung nach dem zweiten Zähler, ist dann im Schalter durchgebrückt, geht in den Schalter der dritten Wohnung, ist durchgebrückt, geht zur Leuchte. Hoppala. Geht zur Leuchte. NOPE liegen an, funktioniert wunderbar. Das Ganze können wir natürlich wieder, muss man da wieder deaktivieren. Das heißt, da ist wieder unterbrochen, da ist geschlossen. Jetzt haben wir da die Schaltstellung geändert. Außenleiter von der Wohnung 3, also nach dem Zähler in der Wohnung 3, über den Schalter durchgebrückt, direkt zur Lampe drauf. N und PE liegt an, leuchtet. Ich weiß auch aktuell nicht, ich habe gar nicht nachgeschaut, ob diese Schaltung mittlerweile verboten ist oder nicht. Angewendet wird sie eigentlich kaum mehr, funktioniert ja mittlerweile auch nicht mehr, weil mittlerweile in jeder Unterverteilung Fehlerstromschutzschalter drin sein müssen und das wird ja dann nicht funktionieren mit den Neutralleiter. Es muss ja nach einem FI der Außenleiter zu dem Neutralleiter nach dem FI passen. Wenn das von einer anderen Wohnung wird, würden sie gegenseitig, wenn man einschaltet, gegenseitig die FI rausfliegen. Funktioniert ja nicht. Lange Zeit, also es hat ja Zeiten gegeben, da war ein FI-Schalter nicht Vorschrift, da hat das wunderbar funktioniert. Und die ersten Zeiten war ja auch so, es hat ganz lang war der FI-Schalter für die Steckdosen schon Vorschrift, aber nicht für Lichtkreise. Auch da hat das noch funktioniert, weil dann der Neutralleiter vor irgendeinem FI, und der Schutzleiter ist in der kompletten Wohnanlage dasselbe, bei diesen Netzen und diesen Systemen ist es so, und dann kann man das natürlich machen. Gefährlich, jetzt gehe ich auf das ein, wo es da so gefährlich dran ist. Das funktioniert, man hat das jetzt bei mir gesehen, ich habe jetzt das auf das Klemmstück aufgelegt und habe alle drei Zuleitungen an einem einzigen Außenleiter, an L3, draufgelegt. Funktionieren würde das auch, L1, L2, L3. Wenn die Schaltung richtig aufgebaut ist, mit den Öffner und so weiter, ist dann jetzt mal das zurückgebrückt, dass keine zwei Phasen über den Schalter gebrückt werden. Allerdings ist halt das trotzdem gefährlich, auf das gehe ich jetzt ein oder möchte ich jetzt zeigen. In den einzelnen Schaltern in den Wohnungen können dann, weil das, die Leitung ist ja von Wohnung zu Wohnung geschleift, in diesen Schaltern könnten 400 Volt zwei verschiedene Außenleiter anliegen. Das bedeutet, wenn halt irgendwo einer Fehler suchen muss, ein Schalter auswechselt, oder es geht nicht nur um einen Fehler, angenommen es wird eine Wohnung irgendwie malert, die da einen Schalter oben, die da einen Schalter, was auch immer für Beweggründe, kann dann gut sein, dass man da drin irgendwie umeinander pfuscht und man hat 400 Volt drauf. Und allgemein muss ich sagen, Arbeiten an Netzspannung, können dich lebensgefährlich umbringen. Also das darfst du auf gar keinen Fall machen. Angenommen, in dem Klo möchte eine neue Leuchte montieren. Man findet irgendwo in einer Wohnung einen Schalter, schaltet aus und ein, okay, das ist, man dreht die Sicherung aus, die Leuchte ist jetzt aus. Super, passt. Allerdings hat man für die Leuchte in drei Wohnungen Zuleitungen. Das kann schon sehr, sehr gefährlich sein. An sich ist die Schaltung Weltklasse. Auf sowas muss erst einmal einer kommen. Mit drei verschiedenen, mittlerweile gibt es andere Geschichten, aber aus drei verschiedenen Wohnungen die Zuleitung über den Zähler zu einem einzigen Verbraucher, finde ich für die damaligen Verhältnisse absolut super. Natürlich ist das nicht mehr zeitgemäß, das soll ja nicht irgendwie was erklären, was eine neue, topmoderne Schaltung und so weiter. Mir geht es darum, das ist ein Wissen, das ist einfach, eine richtig handwerkliche Schaltung. Die hat funktioniert, das hat ja wunderbar gepasst. Das Gefahrenpotenzial war auch zu dieser Zeit jedem bewusst, jedem klar. Der hat halt einfach in Schalter drin nichts verloren gehabt. Und wenn er in Schalter drin nichts verloren hat, deswegen hat er das mit außen nichts zu tun. Die Schaltung hat das halt hingehauen. Freilich hat es immer wieder Schwierigkeiten gegeben, weil dann die Schaltabstände und so weiter hin und wieder hat es einmal duscht. Mal haben 400 Volt drauf gewesen, dann hat es wieder einmal duscht. Der Schalter war kaputt, das ist alles zusammengeklebt. Dann ist der Schalter austauschbar und fertig. Das Gefahrenbewusstsein war damals auch da, nur der Umgang war halt ein ganz anderer.
Zu diesem Thema habe ich ein recht schönes PDF gefunden. Das ist kostenlos. Verlinke ich unten einmal. Wer sich für sowas interessiert, kann da einfach einmal draufdrucken und kann sich darüber ein bisschen informieren. Das war's von dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, einen positiven oder negativen Kommentar. Und am allerbesten würde es mich natürlich gefallen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Das war's von dem Video. Bis zum nächsten Mal. Los dich nicht verarschen. Für dich, Servus.